Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Runde Akinator vs. Shawnee Maniac. Ich glaube, das ist jetzt Part Nummer 13 und ja, mal sehen, wie viele Parts es noch braucht, bis jemand 100 Punkte erreicht. Gut, wir fangen direkt an. Trägt deine Figur weibliche Kleidung? Nein. Lebt deine Figur in Deutschland? Eher weniger. Ich sagte nein. Hat deine Figur wirklich existiert? Kann man so nicht sagen, nein. Trägt deine Figur Schuhe? Das ist eine gute Frage. Moment. Ha, gut habe ich nachgesehen. Zuerst dachte ich mir so, nö, da trägt niemand Schuhe, aber doch. Der trägt in der Tat Stiefel. Mhm. Eine Manga-Figur. Nein. Spielt deine Figur in einem Kinofilm? Nein. Aus einem Spiel. Es gibt ein Spiel dazu, aber ich glaube nicht, dass die Figur davor kommt. Bin mir aber nicht ganz sicher, deswegen wahrscheinlich nicht. Aus Brawl Stars? Nein. Aus einer Fernsehserie? Ja, das ist richtig. Zeichentrickserie? Ja, ist richtig. Kämpft deine Figur? Ja, kann man so sagen. Ein erwachsener Mann. Kann man den als Mann beziehen? Ja doch, ich glaube ja doch. Das ist ein Mann, ja. Reist deine Figur in einem Raumschiff? Raumschiff. Raumschiff ist so space-mäßig, ne? Deswegen nein. Ist deine Figur böse? Ja. Ist deine Figur im Disney Channel zu sehen? Weiß ich nicht. Hat deine Figur natürliche Kräfte? Nein. Ein Schwert. Es ist eigentlich mehr ein Säbel. Statt ein Schwert. Ich sag mal wahrscheinlich. Trägt deine Figur einen Bart? Nein, eigentlich nicht. Hat deine Figur schon mal einen Schlaganfall? Ich sag mal nein, ich gehe mal stark davon aus nicht. Einen Helm trägt sie auch nicht. Älter als 23. Woher soll ich das wissen? Wahrscheinlich? Hat deine Figur Haare? Ja, sehr viel davon. Aus Leipzig? Nein. Spielt deine Figur ein Spiel der Forza-Reihe? Das? Nein. Ein Bruder? Das weiß ich nicht. Und wir haben... Wow! Ich muss zugeben, ich bin beeindruckt. Dass er jetzt direkt darauf kommt, hätte ich echt nicht erwartet. Ja, Don Canalie aus Captain Baloo und seine tollkühne Crew. Der erste Punkt geht an den Akinator. Passt. Gut, ja, was soll ich sagen? Nächste Runde. Und hier werde ich jetzt vermutlich ein bisschen googeln müssen, weil... Ne? Egal. Trägt deine Figur weibliche Kleidung? Das kann man so nicht sagen, nein. Lebt deine Figur in Deutschland? Nein. Ist deine Figur real? Nein. Noch viele Haare am Kopf. Moment. Naja, das ist jetzt schwer zu sagen. Ich sag mal wahrscheinlich nicht. Spielt deine Figur in einer Serie? Nein, eigentlich nicht. Aus einem Spiel, ja. Brawl Stars? Was ist Brawl Stars? Nein. Schuhe. Kann man so auch nicht sagen. Hat deine Figur etwas mit dem Akinator zu tun? Nein. Böse? Kann man so sagen. Hat deine Figur etwas mit Five Nights at Freddy's zu tun? Was? Ganz bestimmt nicht. Nein. Etwas mit Nintendo zu tun? Ja, auch. Auch, ja. Mit Mario-Videospielen? Nein. Wurde deine Figur 1993 geboren? Nee, kann nicht sein. Mit Zelda hat sie nichts zu tun. Die Figur kann auch nicht fliegen. Aber sie läuft auf zwei Beinen. Natürlich. Ein Tier? Nein, wir sind schon bei einem Menschen. Trägt deine Figur eine Waffe? Eigentlich nicht. Etwas mit Airsoft zu tun? Nein. Mit Pokémon? Nein. Ich glaube, das mit dem Nintendo hat ihn ein bisschen verwirrt. Hat deine Figur Kleidung an? Eigentlich nein. Nicht mehr. Kann deine Figur sprechen? Ja. Hat deine Figur bernsteinfarbene Augen? Bernsteinfarben? Was? Moment. Ich verstehe die Frage nicht ganz, aber nein. Mit Marvel? Nein. Kann ich Pause?
Du hast doch gefragt, ob es was mit dem Mario-Universum zu tun hat, ne? Nein, stimmt nicht. Aber machen wir mal weiter. Ist deine Figur aus Metall? Ja, ein bisschen. Ein Helm? Nein. Außerirdischer? Nein. Brutal? Wahrscheinlich. Ist deine Figur blau? Nein. Horrorspiel? Definiere Horrorspiel. Sag mal wahrscheinlich. Ist deine Figur geflohen? Ein Stück weit? Kann man das so sagen? Sag mal wahrscheinlich. Ist deine Figur ein Instrument? Nee, und sie ist auch nicht Mayonnaise. Lebt deine Figur im Wald? Auch nichts. Etwas mit Hockey zu tun? Nein. Tatzen oder Pfoten? Nein. Tierisches Aussehen? Nein. Kann deine Figur mehrfarbig sein? Ich meine, die Figur kann sich auch anmalen, das ist nicht das Problem, aber... Ich verstehe die Frage nicht. Nein. Besitzt deine Figur eine Maske? Nein. Ein Lebewesen? Ja. Ist deine Figur ins Weltall geflogen? Ja. Wissenschaftler? Ja. Weiblich? Ja. Haare? Ich glaube, ja. Olivia Pierce. Na also, das ist sie. Eine Antagonistin aus Doom. Dem Videospiel. Zugeben, das war ein bisschen schwer. Trotzdem, König Bowser war es definitiv nicht. Deswegen, mein Punkt. Trotzdem, das war richtig. Freu dich nicht, das war mein Punkt. So, nächste Runde. Trägt deine Figur weibliche Kleidung? Nein. Lebt deine Figur in Deutschland? Ich gehe stark davon aus, ja. Ist deine Figur durch YouTube berühmt geworden? Nicht unbedingt. Ist deine Figur berühmt? Ja. Älter als 40. Moment, damit ich jetzt nichts Falsches sage. Ja, ist sie. Ich wollte nur mal auf Nummer sicher gehen. Ist deine Figur bereits tot? Nein. Hat deine Figur selber Lieder geschrieben? In der Tat. War deine Figur schon einmal bei DSTS im Studio? Wahrscheinlich nicht. Ein Gamer. Glaube eher nicht. Wohnt deine Figur in Cuxhaven? Weiß ich nicht, was ist das für ein Ort? War deine Figur Mitglied einer Jury einer Castingshow? Ziemlich sicher nein. Älter als 60? Nee, das nicht. Erstellt deine Figur Lyrics auf YouTube? Nein, eigentlich nicht. Benimmt sich deine Figur rassistisch? Woher kommt jetzt diese Frage? Nein. Hat deine Figur Karriere in einer Gruppe gemacht? Ja. Schwarzes Haar. Wenn er nicht gerade eine Glatze hat, dann ja. Hat deine Figur das mit Feuer zu tun? Bisschen, ja. Bisschen. Glaube ich auch schon mal Feuerschluckerei und so weiter versucht und gemacht. Deswegen wahrscheinlich. Mit Hockey? Nein. Ist deine Figur Teil von Rammstein? Nein. Macht deine Figur Facecam? Was weiß ich, was er privat mit seiner Kamera macht? Das weiß ich nicht. Ist deine Figur ein Rapper? Sowas von nein. Ist deine Figur noch immer in ihrer Gruppe? In der Tat. Langes Haar. Seit längerem? Nein. Ist deine Figur Teil eines Trios? Nein. Kämpft deine Figur? Nicht wirklich. Nein! Ich hab doch gesagt, nicht Rammstein. Das stimmt nicht mit dir. Nein, ist falsch. Der Punkt geht sowas von an mich. Singt deine Figur in einer Girlband? Nein. Nee. Spielt deine Figur Skill Special Force 2? Nein! Zockt deine Figur mit dir? Nein. Kommt deine Figur aus einer Werbung? Nein. Rockmusik? Ja, oh, wie man es nimmt. Moderiert deine Figur Wer wird Millionär? Nein. Wurde deine Figur in Ostdeutschland geboren? Was gehört zu Ostdeutschland? Moment, ich muss googeln. Kenne mich doch damit nicht aus. Ich sage nochmal wahrscheinlich. Ist deine Figur ein Sänger? Ja, unter anderem auch, ja. Hat deine Figur etwas mit Rauschgift zu tun? er hat bestimmt das eine oder andere schon mal konsumiert, aber ich sag mal nein.
Seine Figur geschminkt. Normalerweise nicht. Aber kommt vor. Wahrscheinlich nicht. Trägt deine Figur ein Bart? Ja, in der Tat. Glatze? Ja. Singt deine Figur englische Lieder? Englisch, Deutsch, Französisch. Kannst du alles haben. Trägt deine Figur einen Spitznamen, der etwas mit einem Tier zu tun hat? Na also, wir haben ihn. Daniel Teumel, Fuchs. Der Band Die Apokalyptischen Reiter. Ja, aber... war nicht Till Lindemann. Tut mir leid. Und dieses Foto ist übrigens relativ alt, würde ich sagen. Na, wie auch immer. Das ist richtig, aber wie gesagt, mein Punkt. Und nächste Runde. Ist deine Figur weiblich? Jawohl. Ich glaube, darauf wird er nicht kommen. Redst du manchmal mit deiner Figur? Nein. Lebt deine Figur in Deutschland? Nein. Gibt's wirklich? Nein. In einer Serie hat sie aber mitgespielt? In der Tat. Manga-Figur? Nein. Zeichentrick-Filmfigur? Nein. Dunkle Haare? Was ist das für eine Farbe? Nee, als dunkel kann man das nicht bezeichnen, nein. Ein Handy? Nee, ein Handy hat sie in der Tat nicht. Ansonsten wäre etwas schief gelaufen. Blonde Haare auch nicht? Ja, es ist am ehesten so rothaarig, ja. Hat deine Figur etwas mit Weltraumfahrt zu tun? Nee, im Gegenteil. Aus Schweden? Das weiß ich doch nicht. Wobei, nee, verbessern. Nicht aus Schweden, nein, so. Ist deine Figur Teil von Red vs. Blue? Krieg der Farben oder was ist los? Keine Ahnung, nein. Ein Einzelkind müsste sie sein, ja? Erscheint der Name deiner Figur im Titel der Serie? Nein. Spielt deine Figur in Yu-Gi-Oh! Mit? Nein, in der Tat nicht. Übernatürliche Fähigkeiten. Theoretisch ja. Ist deine Figur ein Zauberer oder eine Hexe? Nee, kann man so auch nicht sagen. Hinterlistig? Nö, eigentlich nicht. Ist deine Figur im Sternzeichen Fisch? Woher soll ich das wissen? War deine Figur schon mit Angelina Jolie liiert? Stelle ich mir gerade sehr interessant vor. Nee, lassen wir das. Nee, natürlich nicht. Ein Zwilling. Zwilling im Sinne von Sternzeichen oder im Sinne von Hattenzwilling? Nein, ich sag mal nein. In einer Kinderserie. War das für Kinder? Ja, machen wir uns nichts vor, das war für Kinder. Ja. Lebt deine Figur unter Wasser? Nein? Was? Skylord Chen? Ninjago? Was? Was? Na, was? Nein? Was? Nein? Fortfahren? Ja. Wusste doch, dass er die nicht kennt. Figur kann nicht fliegen? Nein. Unterrichtet deine Figur? Nicht, dass ich wüsste, nein. Ist deine Figur ein Gamer? Auch nicht. Tierisches Aussehen? Nein, auch nicht. Spielt deine Figur in der Zukunft? Nee, eher weniger, im Gegenteil. Wohnt deine Figur in Münster? Nein. Hat deine Figur ein Pferd? Ich gehe halt wirklich stark davon aus, dass sie ein Pferd hat, ja. Besitzt deine Figur einen Affen? Einen Affen? nein, auch nicht. Eine Prinzessin? Ja, jetzt kommen wir der Sache langsam näher. Hat deine Figur schon Bogen geschossen? Auch ziemlich sicher. Italienische Wurzeln, das eher nicht. Trägt deine Figur einen Helm? Ich sag mal ja. Doch, ja. Deirdre aus der Serie Mystic Knights. So sah die aus. Und ja, wie ich angenommen habe, hat er die Figur nicht erkannt. Das war nicht diese Lego-Figur da, ne? Also, mein Punkt. Es läuft. Und, hallo? Ach so, ich muss zuerst bestätigen, ja, die Figur stimmt. Aber wie gesagt, mein Punkt. Und nächste Runde. Okay, wo sind wir denn mittlerweile? Bei Nummer 5. Trägt die Figur weibliche Kleidung? Nein. Da könnte er jetzt wieder drauf kommen, glaube ich. Wohnt deine Figur in Deutschland? Nein. Hat das wirklich existiert? Nein. Noch viele Haare am Kopf? Nein. Definitiv nicht. Aber Kleidung trägt die Figur. Sie macht Kämpfe. In einem Kinofilm, in der Tat. Die Figur ist... Naja, böse kann man jetzt nicht unbedingt... Man würde es wohl als böse bezeichnen. Ja, ist ja gut.
Spielt deine Figur nun bei Kräuter Fürth? Was ist das? Eine Mannschaft? Keine Ahnung. Nein. Hat deine Figur bei Star Wars mitgespielt? In der Tat nicht. Hat deine Figur etwas mit Superhelden zu tun? Mit Superhelden? Lass mich überlegen. Nein. Harry Potter mitgespielt? Nein. In einem Horrorfilm mitgespielt, könnte man so sagen. Follower. Ich glaube nicht, dass der Instagram oder sowas hat. Nein. Stammt deine Figur aus dem Vereinigten Königreich? Nee, trägt deine Figur im Kampf eine Maske? Nein. Ein Hut? Auch nicht. Und trägt Figur einen Hut? Nee, trägt keinen Hut. War deine Figur in Asien? Nein, nicht, dass ich wüsste. Spielt deine Figur viel FIFA? Nein! Ist deine Figur ein Clown? Oh, Akinator. Pass auf, was du sagst, ja. Nein. Turnt deine Figur? Auch nicht. Hat deine Figur Haare? Auch nicht. Figur lebt auch nicht im Wald. Hat deine Figur schon einen Unglück überlebt? Was ist das für Deutsch? Hatte deine Figur schon einen Unglück überlebt? Einen Unglück. Nein, ich habe keine Ahnung. Hat deine Figur Finger? Tatsächlich, ja. Was? Pinhead? Nein. Okay, er hat die falschen Fragen gestellt, auf jeden Fall, denn Pinhead ist es nicht. Deine Figur älter als 200 Jahre. Unmöglich. Benutzt deine Figur Feuerwaffen zum Kämpfen? Ja. Aus einem Horrorspiel? Ja. Figur hat keinen YouTube-Kanal? Nein. Figur aus Resident Evil, ne? Also. Nemesis. Wisst ihr was? Mit diesen Fragen, die er mir da gestellt hat, ja, konnte er nicht wirklich drauf kommen. Wisst ihr was? Ich bin jetzt mal wieder sozial und ich gebe ihm diesen Punkt, ja. Er hat nicht viele weitere Fragen benötigt nach seiner ersten Fehlantwort, ja. Deswegen, na komm, den schenke ich die Akinator. Ich bin ja nicht so. Stimmt. Wunderbar. Dann haben wir als nächstes. Wen haben wir als nächstes? Ja, die Werbung da unten, die werde ich, glaube ich, wegschneiden, weil es sieht nicht schön aus. Ich kriege auch kein Geld dafür. Okay, nächste Figur. Wen habe ich denn da? Genau. Oh, die Figur ist auch cool. Ich wette, er kommt nicht drauf. Irgendwie sieht das Ganze hier nicht schön aus. Ungefähr so sieht es schöner aus. So. Figur ist nicht weiblich, nein. In Deutschland, nein. Figur hat nicht existiert. In einer Serie spielt sie aber mit, ja. Manga-Figur, nein. Mensch auch nicht. Kleidung, ja. Spielt deine Figur in SpongeBob Schwammkopf? Eher weniger. Ein Tier. Ein Tier. Ist eigentlich weder Mensch noch Tier, deswegen sage ich einfach mal nein. Klein, oh ja. Eine Kopfbedeckung. Normalerweise nicht, glaube ich. Musical. Irgendwas bekannt geworden. Was? Nein. In Star Wars mitgespielt? Nein. Gelb? Auch nicht. Erscheint der Name deiner Figur im Titel der Serie? Nein. Blaues Fell. Moment. Nee, das ist nicht blau. Das ist definitiv nicht blau. Aber Fell wäre schon mal ein guter Anfang. Zeichentrick? Filmfigur? Jawohl. Lebt deine Figur noch bei ihren Eltern? Nein. Noch viele Haare am Kopf. Am Kopf nicht, nein. Hat deine Figur am Schaltjahrtag Geburtstag? Was für ein Wort? Schalttagjahr. Habe ich also nach Hause nie gehört. Aber das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ein Außerirdisches ist die Figur auch nicht. In Ohio wohnt die Figur auch nicht. Die Figur hat aber Ohren, ja. Böse. Wahrscheinlich nicht. Ein bisschen vielleicht, aber... Ja komm, wir sagen wahrscheinlich. Ist deine Figur ein Trainer? Nein. Und? Wow! Toadward. Aus Disney's Gummibärenbande. Das kleinwüchsige Monster da. Das für Herzog Ixorn arbeitet. Okay, da hätte ich jetzt nicht damit gerechnet. Ich hätte ihm den Punkt zuvor nicht schenken sollen. Jetzt gibt er wieder Gas. Shit, ja. Toadward. Stimmt. Nicht schlecht, Akinator. Nicht schlecht. Neue Runde, neues Glück. Und hier ist jetzt wieder mal was Leichtes. Ja, das wird er herausfinden. Ich dachte mir so, ein bisschen was Leichtes muss auch mal sein, aber
Warten wir es ab. Weibliche Kleidung? Nein. Gibt es eine Figur in Wirklichkeit? Nein. Schuhe? Nein. Beine? Nein. Zwei Augen? Ja, in der Tat. Ist eine Figur bereits verstorben? Nein. Ist eine Figur ein Gamer? Nein. Mit Akinator zu tun? Nein. Stammt eine Figur aus einem Spiel? Ja. Ah, ist eine Figur ein Pokémon? Ja. Aber es gibt immer noch viele Möglichkeiten, ne? Wobei, nee, gibt's nichts. Hat keine Beine. Lebt eine Figur im Wasser? Nein. Kann auch nicht fliegen? Redet eine Figur? Ja, ein Pokémon redet ja theoretisch, oder? Muss man eigentlich sagen, ja. Hat deine Figur das mit Elektrizität zu tun? Nein. Spielt deine Figur mehr als ein Instrument? Nein, ich glaube, sie spielt nicht mal ein Instrument. Kann deine Figur auf zwei Beinen laufen? Nein, kann es leider nicht. Hat deine Figur das mit der Farbe grün zu tun? Ja. Ist deine Figur aus Ever Oasis? Was? Nein. Singt deine Figur christliche Lieder? Wir waren doch schon bei Pokémon, hallo? Nein. Hat deine Figur fünf Buchstaben? Diesmal kriegst du mich nicht, nein. Ist deine Figur gelb? Ja. Ist deine Figur sehr lieb? Ganz bestimmt. Hat deine Figur schwarz-gelbe Streifen? Moment, sind da schwarz-gelbe Streifen? Ja, ich muss wohl ja sagen, obwohl das für mich eher so ein Braun statt ein Schwarz ist, aber ja. Und ja, das ist das Pokémon Sonnenkern. Ja gut, dass er darauf kommt, das war mir klar. Ja, Akinator, stimmt, dein Punkt. Und neue Runde, neues Glück. Ist deine Figur weiblich? Ja. Kennst du deine Figur persönlich? Nein. Lebt deine Figur in Deutschland? Nein. Gibt es die Figur in Wirklichkeit? Ja, in der Tat. Sängerin? Nein. Blondes Haar? Nein. Schauspielerin oder Schauspieler? Nein. Wo lebt die Figur? Moment. Ja, Nordamerika theoretisch, ja. Ist deine Figur durch TikTok bekannt geworden? Nein. Hat deine Figur bei Ninja Warrior mitgemacht? Nein. Porno-Darsteller? Mm-mm, diesmal nicht. Figur hat aber Kinder? Hat Geschwister, aber Moment. Ich gehe stark davon aus, ja. Wahrscheinlich. Kommt der Partner deiner Figur aus Südafrika? Muss ich nochmal googeln, verdammt. Ich glaube, das findet man nicht so leicht heraus. Ich sage einfach mal, ich weiß es nicht. Älter als 40. Ist sie? Ja. Dunkelhäutig? Nein. Bereits tot? Nicht, dass ich wüsste? Nein. In einer amerikanischen Serie? Nein. Älter als 60? Moment, da muss ich nochmal nachsehen. Nee, soweit ist sie dann doch noch nicht. Nein. Wurde deine Figur durchs Kino bekannt? Nein. Deine Figur eine bekannte Tochter? Nicht, dass ich wüsste. War deine Figur im Führerbunker? Was? Nein. Ist deine Figur ein Model? Nein. Schriftsteller? Ja. Hat deine Figur etwas mit Vampiren zu tun? Unter anderem glaube ich, ja. Stephanie Meyer, Schriftstellerin. Nein. Versuch's nochmal. Hat deine Figur einen Bruder oder eine Schwester? Ja. Hat der Name deiner Figur vier Buchstaben? Nein. Hat deine Figur etwas mit der Nacht zu tun? Der Nacht, mit der Nacht. Naja, ein Stück weit. Ja. Schreibt deine Figur Fantasy-Romane? Sind das Romane? Oder wie sagt man dem? Ich sag mal wahrscheinlich. Gehört deine Figur zu einer Gruppe? Zur Gruppe Mensch vielleicht? Was? Christine? Was? Nein. Wisst ihr was? Wir lassen's. Wir lassen's. Ich dachte an Kelly Armstrong. So. Kennt er nicht? Dann nicht. Kelly Armstrong ist Autorin. Schriftstellerin. So. Das ist die gute Frau hier. Und ich muss sagen, ich habe die meisten ihrer Bücher oder die Bücher der bestimmten Reihe einfach verschlungen. Die waren wirklich fantastisch. Kann ich nur jedem empfehlen. Aber auf jeden Fall ist es mein Punkt und wir machen weiter.
Ist deine Figur weiblich? Nein. Lebt deine Figur in Deutschland? Auch nicht. Gibt es die Figur in Wirklichkeit? Ja. Älter als 36? Ich gehe mal sehr stark davon aus, aber lass mich kurz nachsehen. Natürlich. Wollte schon sagen. Bereits tot? Nicht, dass ich wüsste. Schauspieler? Ja. Älter als 60? Nein. Oder doch? Moment. Wann ist er geboren? So, nee, ich wollte nochmal auf Nummer sicher gehen, aber nee, natürlich nicht. Ist deine Figur durch eine Serie bekannt? Wahrscheinlich nicht. Hat deine Figur etwas mit Zamonien zu tun? Was ist das? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Hat deine Figur einen Guinness World Record aufgestellt? Wahrscheinlich nicht. Ein Gamer. Wahrscheinlich, ja. Glatze. Nein. Hat deine Figur etwas mit Rock zu tun? Nicht, dass ich wüsste. Spielt deine Figur in einer Fernsehserie? Nein. Ist deine Figur aus Amerika? Nein. Aus Indien? Nein. Großbritannien? Ich glaube ja. Ich sage einfach mal ja. Ich denke, das wird schon ungefähr stimmen. Spielt deine Figur die Rolle eines Bösewichts? Könnte ich mich jetzt spontan nicht dran erinnern? Vielleicht doch, aber weiß ich nicht. Hauptsächlich lila Kleidung, nein. Geheimagent? Nein. Harry Potter, nein. Hat deine Figur in Star Wars mitgespielt? Wahrscheinlich nicht. Bekämpft deine Figur Mutanten? Mutanten. Nein. Hat deine Figur Songs komponiert? Das weiß ich nicht. Ich weiß sehr wenig, merke ich gerade. Ist deine Figur ein Sänger? Nein. MacGregor. Nein. Versuchen wir es nochmal. Deine Figur ist aufs Kino bekannt geworden. Vermutlich ja. Hat deine Figur das mit Superhelden zu tun? Nein. Komiker? Ja. Kämpft gegen Zombies? In der Tat. Hat deine Figur das mit Call of Duty zu tun? Weiß ich nicht. Ist deine Figur ein Zauberer oder eine Hexe? Nein. Spielt deine Figur Akkordeon? Das weiß ich nicht. Ist deine Figur übergewichtig? Vermutlich ja. Eher schlank, nein. Dick, ja. Da haben wir ihn, Nick Frost. Ja, ich glaube, der ist ein bisschen übergewichtig, oder? Ich frage mich gerade, soll ich jetzt den Punkt an mich nehmen oder nicht? Ich konnte ihm nicht allzu viel Antworten geben und ja, ich glaube, auch den Punkt, den muss ich ihm überlassen, weil... Ja, er ist drauf gekommen. Und ich musste sehr oft googeln, war auch sehr oft unsicher, deswegen... Akinator, hab Spaß mit diesem Punkt, er gehört dir. Ja. So, dann haben wir noch zwei. Mal sehen, ob er nochmal einen Punkt holen kann oder nicht. Ist deine Figur weiblich? Ja. Kennst du die Figur persönlich? Nein. Aus Deutschland? Nein. Aus Amerika? Ich gehe stark davon aus. Wahrscheinlich. Spielt deine Figur eine Serie? Nein. Hat deine Figur einen Bruder oder eine Schwester? Das weiß ich nicht. Pornodarsteller? Nee. Nee. Ein Album herausgebracht? Nein. Kennt man deine Figur aus einem Film? Ja. Gibt's aber nicht in Wirklichkeit? Hat deine Figur schon jemanden getötet? Wahrscheinlich... Oh, schwer. Wahrscheinlich nicht, sage ich mal. Besitzt deine Figur übernatürliche Kräfte? Ein Stück weit denke ich ja, oder? Ja, doch, 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 ja, ja. Harry Potter mitgespielt? Nein. Hat es mit Superhelden zu tun? Eigentlich nicht. Böse? Eigentlich auch nicht. Hat deine Figur einen Vater? Was ist das für eine Frage? Jeder muss einen Vater haben in gewisser Art und Weise. Ne? Deswegen ja, man kennt ihn glaube ich nicht, aber wie auch immer. Ist die Figur der Hauptheld in dem Werk, in dem sie vorkommt? Nein. In einer Filmreihe mit? Nein. Willst du mit deiner Figur Sex haben? Das ist jetzt eine Frage.
Ich meine. So. Ich meine, ist das für eine Frage? Was bringt ihm das? Gar nichts. Spielt deine Figur bei SC Freiburg? Nein, eher weniger. Mensch, ja. Hexe oder Zauberer? Nee, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Meister einer Kampfkunst. Naja, ein Meister jetzt vielleicht nicht gerade, aber kämpfen kann sie. Blondes Haar? Nein. Wurde deine Figur ein... Wo? Biertigheim. Biertigheim. Kenn ich nicht. Wohl kaum, nein. Ja. Trinity aus Matrix. Nein. Ich glaube, der Punkt, der gehört mir. Seine Figur älter als 30. Wahrscheinlich... Nee, ist sie nicht. Kann nicht sein. Star Wars zu tun? Nein. Stammt deine Figur aus einem Roman? Nein. Trägt deine Figur immer Sandalen? Nein. Mit Marvel hat sie auch nichts zu tun. Das Kino bekannt? Ja, auch. Rothaarig? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ist deine Figur... Maxix Lenist? Was ist das? Keine Ahnung, ich weiß nicht, was das ist. Rothaarig. Wahrscheinlich. Trägt er für Frauenkleidung? Ja, macht auch Sinn. In der Pornoszene ist sie nicht bekannt. Im Weltall war die Figur vermutlich noch nicht. Jünger als 25. Moment, ich glaube, die ist 25. Moment. Fangfrage. Ja und nein. 24 oder 25, je nachdem. Deswegen sage ich wahrscheinlich. Zeichentrick-Filmfigur. Bin ich mir jetzt unschlüssig. Aus einem Zeichentrick-Film. Theoretisch ja. Oder... Nee, eigentlich nicht, oder? Da gibt's keine gezeichneten Trickfilme, oder? Wahrscheinlich nicht. War deine Figur bereits mit Till Lindemann zusammen? Das definitiv nicht. Wohnt deine Figur im selben Bundesland wie du? Nein. Aus Amerika? Wahrscheinlich. Mit Disney? Definitiv nichts am Hut. Eine sehr hohe Stimme. Kann man so auch nicht sagen. Hat deine Figur schon mal in China gelebt? Eher weniger. Kampfsport? Ja, definitiv. Ist deine Figur ein Muggel? Was zum Fick ist ein Muggel? Das ist so ein Harry Potter Ding irgendwie, ne? Was ist ein Muggel? Nein. Ist deine Figur ein Entdeckungsreisender oder Abenteurer? Nicht unbedingt. Kommt deine Figur aus Amegakure? Amegakure. Was ist das denn schon wieder? Nein. Batgirl. Barbara Gordon. Nee, wir lassen's. Ich dachte an... Moment, vielleicht ist sie ja dabei. Was hat mir da? Lava Girl. Die Abenteuer von Sharkboy und Lava Girl. Das sagt mir irgendwas, aber kann mich auch täuschen. Cammy, Fiona... Figur taucht nicht in der Liste auf. Denn ich dachte an... Ramona Flowers. Ah, die gibt's. Die gibt's. Die da. Kein Bild leider von ihr. Das ist sie hier. Gibt's halt in dem Spiel, in Realverfilmungen und so weiter, ne? Ja, er kam nicht drauf. Obwohl er die Figur gekannt hat. Deswegen mein Punkt. Fantastisch. Und nun. Die 11. und letzte Figur. Da wird er nie drauf kommen. Nie. Aber ich muss hier mal kurz noch ein Bild vor Augen führen, einfach nur, damit ich richtig antworten kann. Moment. So. Figur trägt weibliche Kleidung, ja. Kennst du deine Figur persönlich? Nein. Aus Deutschland? Nein. In einer Serie? Theoretisch ja. Ja, doch, kann man so sagen. In Amerika? Weiß ich nicht, spielt mal nicht so eine Rolle. Ist deine Figur eine Zeichentrick-Filmfigur? Wahrscheinlich auch, ja. Blondes Haar? Nein. Tierisches Aussehen auch nicht. Übernatürliche Kräfte, in der Tat. Figur kann vermutlich fliegen. Vermutlich. Wahrscheinlich.
Ziemlich sicher. Hat deine Figur Flügel? Nein. Dunkle Haare, nein. Ein Vampir auch nicht. Ist deine Figur aus Aserbaidschan? Was? Nein. Manga-Figur? Wahrscheinlich. Hat das mit Marvel zu tun? Auch nicht. Geht deine Figur zur Schule? Nein. War deine Figur schon mal auf einem anderen Planeten? Vermutlich nicht. Böse? Nein. In einer Kinderserie? Wahrscheinlich. Macht deine Figur gern Experimente? Wahrscheinlich nicht. In Pokémon? Nein. Nein. Sieht man deine Figur in einer Sendung auf Nickelodeon? Weiß ich nicht, was da mittlerweile läuft. Aus Leipzig? Nein. Bundespräsident? Auch nicht. Pippi Langstrumpf? Du könntest gar nicht falscher sein. Nein, versuch's nochmal. Du wirst eh nicht draufkommen. Ist deine Figur der Hauptheld in dem Werk, dem sie vorkommt? Nein. Weiße Haare? Nein. Etwas mit Anime zu tun? Ja, theoretisch ja. Rosa Haare? Nein. Kommt deine Figur in Throne of Glass vor? Nein. Magier? Ja, kann man so sagen. Ein Stück weit vielleicht. Moment. Moment, wir sagen wahrscheinlich. So. Grüne Haare? Nein. Mag deine Figur Kartoffeln? Das weiß ich nicht. Vermutlich. Hat deine Figur einen Bruder? Wahrscheinlich nicht, wohl kaum. Erwachsen. Kann man theoretisch so sagen, ja. War deine Figur auf der Glow 2019? Nein. Rothaarig? Nein, hatten wir schon. Weiblich? Ja. Ist deine Figur ein Synchronsprecher? Nein. Blaue Haare? Oh, jetzt kommen wir der Sache langsam näher. Gott oder Göttin? Nein, eigentlich nicht. Mehrere Brüder? Nein, eigentlich nicht. Hast du deine Figur? Nee, im Gegenteil, ich mag sie. Ein Zauberer. Wahrscheinlich, ein bisschen. Hat deine Figur etwas mit Wasser zu tun? Moment, da muss ich jetzt nachhaken. Nein, scheinbar nicht. Finde ich gut. Stammt deine Figur aus einem Spiel? Ja. Aus One Piece? Nein. Mit Nintendo zu tun? Ein bisschen, oder... Ja, doch, eigentlich schon, ja. Lebt deine Figur noch bei ihren Eltern? Nein. Etwas mit Pokémon zu tun? Nein. Und wir bekommen sie, Glacia! Ein Yokai! Aus Yokai Watch! Hier das Bild dazu. Wow. Ja doch, den Punkt, den, ja, auch den, ich glaube, den gebe ich ihm. Weil, dass er darauf kommt, da hätte ich jetzt niemals damit gerechnet. Niemals. Deswegen, Glückwunsch, Akinator. Gib mir 5. Moment, du gibst meinen Mauscursor bereits, gib mir 5. So, tsch, yeah. Ja, du hast recht. Glacia. Fantastisch. Ja, Leute, das waren wieder 11 Figuren. Den Zwischenstand, den sehe ich dann erst, wenn ich das Ganze schneide. Aber ich glaube, es könnte nochmal knapp werden gegen Ende. Aber wir werden sehen. Spätestens dann, wenn der nächste Part Akinator vs. Johnny Maniac auf meinem Kanal zu finden ist. Leute, das war's für heute. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss!